Wer war eigentlich Benedikt von Nursia? Der heilige Benedikt von Nursia gilt als Begründer des christlichen Mönchtums in Europa. Seinen Namen verdankt Benedikt von Nursia seinem Geburtsort Nursia im heutigen Umbrien in Italien. Als Jugendlicher ging Benedikt zum Studium nach Rom und war entsetzt von dem Verfall der Stadt. Benedikt verließ Rom und suchte die Einsamkeit in einer abgeschiedenen Höhle. 3 Jahre lang lebte er dort als Einsiedler. Und mit der Zeit kamen immer mehr Menschen, um seinen Rat als Gottesmann zu hören. Schließlich wurde Benedikt die Leitung einer Mönchsgemeinschaft übertragen. Doch viele Mönche kamen mit seinen Idealen und Regeln nicht zurecht und so verließ Benedikt mit einigen treuen Mönchen das Kloster. Er gründete auf dem Berg Monte Cassino sein eigenes Kloster und verfasste in Anlehnung an das orientalische Mönchstum seine Regula Benedicti, die Benediktsregel, die bis heute das europäische Klosterleben prägt. Nach Benedikt sollten sich die Mönche und Nonnen in ihren Klöstern neben dem Gebet auch der Arbeit widmen. Ora et labora wurde zum Leitsatz für die Benediktiner. Als Gründer des neuen Benediktinerordens war Benedikt bei den Einheimischen sehr beliebt. Er sorgte für das leibliche und seelische Wohl der Menschen. Papst Paul VI. Ernannte ihn sogar zum Patron Europas. Benedikt von Nursia starb um das Jahr 547 in seinem Kloster auf dem Monte Cassino, wo er auch bestattet wurde. Seine Verdienste als Vater des europäischen Mönchtums überdauern jedoch seinen Tod. Dafür verehren wir ihn bis heute. Und übrigens, die Abtei Monte Cassino gilt als Mutterkloster der Benediktiner. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie Schauplatz einer erbitterten Schlacht. Das völlig zerstörte Kloster wurde wieder aufgebaut und ist heute nicht nur einer der bedeutendsten Erinnerungsorte des Christentums, sondern auch ein Mahnmal gegen den Krieg. Oh.